Freunde, schön, dass ihr da seid. Wir starten die Runde. Ja, richtig. Yeah. Yeah. Die Runde rückwärts. Viel Spaß. Und gemutet. Und da ist er, ein Poster. Mir hinzu. Natürlich bin ich ein Poster. Schlüsseltask fälschen, das könnte mir zum Verhängnis werden. Aber schön sieht's aus hier. Schön sieht's aus hier. Bisschen gemoddet. So, Specimen. Durch meinen ersten Task in Specimen. Das ist natürlich sehr sass. Mach auf. Das macht doch schon auf. So. Hier könnte man Task fälschen. Ist keiner da, warum fälsche ich das Ding? Naja, egal. Sieht mich vielleicht jemand auf dem auf den Raumübersichten dort. Und da ist auch keiner. Keiner hier. So. Mal ein bisschen Lärm machen. Zwergmate. Ich bin natürlich Crewmate. Was sonst? Sehr gut. Pascal. Das ist jetzt sehr sass. So, Stritch. Oh nein. It is the Charlie again. Ich lebe noch. Ich habe Charlie in letzter Runde vor diesen Proben, die man ableben muss. Ich frag mich gerade nur, Pascal, wie hast du die Leiche nicht gesehen? Hm. Ja, muss... Also, ich lebe noch. Muss ja Zwerge gewesen sein. Pascal, natürlich. Wo wurde ich gesehen? Na klar doch. Ich habe nichts gesehen. Meine Reihenfolge: Dropship über Security, dann gingen die Lichter aus, habe im Electrical nachgeschaut, dann unten Southwest in dem Bereich. Ich guck gerade auf die Karte. Das mit den Rädern gemacht, dann ging das mit den Seismic-Dingern los und dann bin ich zum Laboratory gegangen. Aber bist du jetzt gerade im Teleskop, oder? Ja, das war der Teleskop, genau. Genau neben dem Teleskop liegt die Leiche an diesen Proben. Eigentlich hättest du die sehen müssen. Da lag, nee, die habe ich nicht gesehen. Vielleicht. Weil ich stehe gerade auf die Aufgabe, aber nein, die habe ich nicht, da habe ich nichts gesehen. Also war denn jemand bei den Lifeline? Knopf. Ich war oben im Laboratory. Wer hat denn rechte Auto, also Simon gerade gefixt, den rechten Reaktor? Ich. Wer? Wer ist ich? Am mit Zwerg, habe ich gesagt. Ne, ich war im Laboratory. Also, ich war was mit Zwerg, okay. Natürlich, okay, also Sven und Skybreaker sind sehr krass. Na, Spaß. Nee, die waren unschuldig. So. Die waren die ganze Zeit nicht auf der rechten Seite. Kolja hat links gefixt, das habe ich gesehen gehabt. Ja, ich habe die ganze Zeit auf der linken Seite und habe links gefixt, genau. Weiß jemand von euch vielleicht, wie lange die Leiche schon da liegt? Also. Also ich war an Lifelines und da war sie schon tot, wo ich ran bin. Das war wie lange ist das her? Kurz vor Ende jetzt, okay. Ich glaube, nee, 15 Sekunden sagen wir mal. Okay. Ja, das heißt also Kill und dann Seismic an. Ja, ich habe meine andere Frage. Die einzigen, die ich runterlaufen gesehen habe, direkt am Anfang waren braun und blau. Ja. Von Dropship. Oder ich muss gerade überlegen, dass ich nicht braun bin. Stimmt. Ich bin nicht braun. Ich bin direkt zu Beginn des Specimen gelaufen. Da meinen Pass gemacht. Nee, wollte ich mal anmerken, bevor ich noch sterbe. Wobei ich Pascal eigentlich für den Kill, ich will ihn jetzt nicht 100% proven, aber ich würde ihn eigentlich für den Kill ausschließen, weil er war die meiste Zeit links und dann ist er nach rechts gelaufen und dann da einen Kill zu machen, obwohl alle ihn links gesehen haben und ja, dann nach rechts laufen. Ja, genau in der Leiche. Ja, aber wer weiß. Schon komisch. Was ist jetzt? Ich glaube, der war auch noch unten, als Seismic angegangen ist. Ja, war ja auch. Ich habe ihn da dann noch gesehen kurz vorher. Ich glaub's halt auch nicht. Wie gesagt, das wäre halt übel dumm. Ja. Behalten wir einfach weiter im Auge. Ja, machen wir. Pascal, jemand hat für Pascal gewotet. Hat ein Vote abbekommen. Ich bin ich war gerade total abgelenkt. Ich hab nicht aufs Voting geachtet. So, der Braune.
der ich ausnahmsweise mal nicht bin. Sieh mal jetzt hier mal diese Task. Dann machen wir das Office zu. Storage auch. So, mal ganz ordentlich hier. Ganz gechillt. Ich mache runter zum Baum. Hier faken diese Task. Mach mal Licht aus. Im Dunkeln lässt sich besser killen. Ja, jetzt hier meine Tüte erstmal nicht, aber. Natürlich noch zu tun. Wo ist die Leiche? Ja, Lenny. Lab und Kolja kamen mir entgegen. Ja, ich bin nicht ganz auf der anderen Seite. Ja, ich war gerade beim, da wo diese Rakete ist, wo man diese Ausrufezeichen anklickt. Also ich war mit Blau gerade zusammen. Nee, weil, Blau müsste nicht gesehen werden. Ich bin halt rausgelaufen, beziehungsweise reingelaufen und du bist mir direkt hinterher. Ja, ich bin anders. Ich war da oben, hab halt das gemacht, dieses Anklicken da von den vier Feldern. Und blieb dann erstmal noch ein paar Sekunden, weil ich mir dachte, werden die Lights gefixt? Als die Lights dann nicht gefixt wurden, bin ich dann halt da eben rausgegangen, weil ich mir dachte, gut, dann gehe ich halt Lights fixen. Dürfte ich vielleicht kurz was fragen? Der vielleicht eigentlich tot. Vorm Light fixen. Ja, schon mindestens 10 Sekunden vor Lightfix sogar, meiner Meinung nach. Also zum Anfang von Light ausgehen. Noch viel früher auf jeden Fall. Also für mich ist es ein bisschen krass. Sind drei Personen in der Inventory. Ja, war dann, es waren zwei Personen im Lab, als ich gerade den Admin geguckt habe und dann bin ich hochgelaufen und dann musst du dazu gekommen sein auf jeden Fall. Die zwei Personen waren auch eine ganze Weile nur zu zweit da, sprich Lenny und Kolja dann höchstwahrscheinlich, weil es ist keiner aus Lab raus oder rein. Aber Lenny ist tot, der ganz nicht. Und, ja, aber Lenny wird ja trotzdem im Admin-Table angezeigt, auch wenn du tot bist. Du wirst ja trotzdem angezeigt da drin, wenn du im Lab bist. Bestimmt. Bestimmt. Ja. Der Punkt verschwindet nicht. Sprich, entweder Kolja lügt jetzt gerade und er hat den Kill gemacht. Oder der Imposter ist direkt rausgewendet, bevor ich am Admin-Panel gucken konnte, als ich gesehen habe, dass Lenny tot ist. Also Kolja, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Ich würde dazu sagen, dass Sky eventuell, wenn jetzt nicht die Task im Weg war, gesehen hat, wie ich da gerade reingelaufen bin. Und das, ihr habt doch gesagt, vor noch Lights ausgehen muss der Kill gewesen sein. Wie gesagt, wenn Sky mich da reingelaufen sehen hat, kurz danach sind die Lights ausgegangen. Kann es ja nicht sein. Wenn es da schon davor passiert sein müsste. Kann sein, dass die Task jetzt nicht. Es ist jetzt richtig blöd gelaufen, ja. Die Sache ist nämlich die, ich habe gerade Subgifts vorgelesen und legit nicht drauf geachtet. Ja, okay. Es tut mir leid. Die verdammten Streamer hier immer. Die verdammten Streamer. Wer war denn jetzt gerade bei Lights? Weil da waren zwei Leute. Zwerge und ich. Aber Zwerge hat nicht gefixt, der stand einfach nur so vor. Pascal, wo warst du? Ja, weil ich auch gewartet habe, dass ihr. Ich bin ja faul hier. Ich war erstmal ein bisschen im Office stehen geblieben, weil ich kurz abgelenkt war, dann auf dem Weg zu dem Bikepark von dem. Hattest du Wasser beim Emergency Call? Oder Bayer's da in der Nähe? Und dann ging's zum Elektro. Habe ich mich auch erinnert. Also von daher. Oh, ich hab schon wieder. Oh, cool, hattest du zufälligerweise Bayer's oder Wasser auffüllen in Office? Beides, okay, dann erklärt es. Sven, guck mal an Lifelines. Guck's an. Ja, warte. Sollen die sich muten, verdammt. Jetzt sehen die natürlich mich. Leere. Zum Poster. Ist ein bisschen verdächtig hier zu stehen. Aber gut. Ich geh nochmal hier runter. Hier habe ich ein bisschen Werbung in die Wände geklatscht. Ich habe da ein bisschen die Texturen bearbeitet. Bei Among Us. Hab mir dein Tutorial angeguckt. Ein bisschen rumgedoktert hier. Warum laufe ich eigentlich direkt durch? Das ist doch mega sass jetzt hier. Das hat doch bestimmt jemand in Camps gesehen. Nicht in Camps, sondern ja, bestimmt das auch. Aber das steht hier eine Stunde vor. Das ist jetzt hier. Ich mach nicht richtig sass.
Ich gehe oben in den Lab rein und komme und laufe einfach unten durch, um hier unten zu. Ich bin einmal im Kreis gelaufen. Es ist doch mega sass. Ich hoffe, mich hat da keiner gesehen, weil. Wenn es fake natürlich nochmal. Es ist. Schlimm. Nur ein bisschen Aufmerksamkeit von mir richten. Und zwei Imposter hier. Und das ist geil. Nochmal Double Kill. Und dann machen wir einen Double Kill. Nee, ich glaube nicht. Das wollen wir nicht tun. Jetzt geht's hier zu Cams. Security. Das ist blau. Cams, kann ich die sabotieren? Ich wüsste nicht wie. Okay. Da stelle ich mich mal hier hin. Ich müsste mal jemanden killen. Das wäre jetzt nicht so scheiße. Oh, Kacke. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? So komme ich hier raus. Strutsch. Jetzt mal hier rüber. Licht fixen. Hallöchen. Hallo. Die Leiche liegt in Office. Ui. Irgendwer ist gerade disconnected aus dem Channel. Ich nicht. Werden wir gleich sehen. Okay. Kolja kann ich saven. Also, ich habe mit Kolja genau. Scan gemacht. Also ich war gerade Richtung Nightfixing dort und irgendwas war dort bei Elektro. Kaya ist gerade rausgeflogen. Er liegt genau, wenn man unter der K2 Task, genau da unter. Also Kaya schreibt gerade, dass er rausgeflogen ist, wollte ich nochmal vermelden. Zwergi, haben wir schon, alles gut. Alles klar. Also ich bin dem Sven auch genau dort an der letzten Stelle begegnet, ich bin auch durchgelaufen einmal. Als der, warte, ich hatte vorhin abgezählt, da war ich ein Lifelines, habe ich danach gesehen, da habe ich abgezählt, wie viele Sekunden von da sind, das sind jetzt ungefähr 30 Sekunden. So, in einem Raum von 30 Sekunden muss der Kill her sein. Hm. Okay. Also ich war oben beim Lightfixing gerade. Ich glaube, da war Lightfixing, irgendwas war da drin. Ich war kurz vor Electrical. Hast du Lightfixing oder wie? Nee, ich wollte gerade und da hat's Alarm gemacht hier, dann da ist hier. Wait, so wo lag die Leiche jetzt beim Cardswipe? Im unteren Cardswipe, wenn man, besser gesagt, wenn man im Office, genau da bei der Tür. Pascal, wo warst du denn? Ich muss wieder die schlaue Karte raussuchen, weil ich immer noch nicht wirklich Ahnung von der Map habe. Derzeit habe ich kurz eine Frage. Zwergenfürst, wo warst denn du? Wie gesagt, oben beim Nightfixing. Ich wollte gerade zum Nightfixing rein und dann hat es Alarm gemacht und dann war ich, also dann kam das hier Leiche reportet und dann konnte ich nicht mehr ganz rein. Ich war gerade am Eingang. Ich habe Zwergi oben, als ich oben reingegangen bin, halt an der Elektrike vorbei, habe ich Zwergi gecrossed, da ist er gerade rausgegangen, ich bin zum Boiler Room gegangen. Wann? Irgendwie so. Das ist schon etwas später her. Aber ich habe ihn dort gesehen. Gerade eben erst. Bevor es Ding gedingst hat. Da war ich. Du warst auch schon vorher da oben, definitiv. Also, ich habe erst das mit dem QR-Code gemacht, dann habe ich das mit der Temperatur gemacht, dann habe ich das mit der Weather Note gemacht, dann ging das mit dem Seismic Stabilizer, heißt das so? Mhm. Damit ging es dann los und weil ich rechts war, bin ich dann auf dem Weg zu Specimen. Also wir müssen, glaube ich, gleich mal wählen. Hab dort dann Daten heruntergeladen. Ganz und kurz. Die habe ich dann hochgeladen. Green Wolf, wo warst du? Ich habe Lights gefixt, wie gesagt. 8 Sekunden. Skip-out, würde ich sagen. Ist sowieso 7, Leute. Also wie gesagt, bei Kolja könnt ihr euch sicher sein. Ja, ja, auch ich habe Raiden Postal gesehen. Und Sven hätte uns jetzt auch noch proven können, aber dead. Oh, da muss ich mich jetzt mal ein bisschen proven. Darf jetzt nicht mehr verdächtig werden. Ich laufe mal mit den Leuten mit.
Den hab ich schon umgebracht, ja, den pinken, den hab ich jetzt schon umgebracht. Wir laufen jetzt hier bei den Postern-Camps. Na toll. Da kann ja nichts passieren. Sind ja alle safe. Ich mach mal ein bisschen Action hier. Mach mir so Wasserflaschen. Gepfft. Gepfft. So ein bisschen. Ja, so ungefähr die Länge. Da kommt Braun, da muss ich mich entfernen, damit ich nicht sass bin. Muss am anderen Ende der Map sein, wenn da jemanden tötet. Oh, Light Fixing. Oha, den muss ich reporten, sorry. Okay. Bei Electrical oben. Bei Electrical, ich kam gerade raus vom Lightfixing und dann lag die Leiche. Okay. Okay. Sergei? Die waren doch davor, da oben vorhin so viele bei den Kameras. Die waren doch noch alle bei Lights, oder? Oder sind die irgendwann alle weggegangen? Ich war die ganze Zeit was? Bei Security. Wait, wer hat das gesagt? Greenwood? Greenwood, ja. Also ich kam gerade raus aus Electrical und hab dort. Aber bin da nicht mehr. Was meinst du? Ich hab da keinen gesehen. Also was ich sehr interessant fand, war, ich war gerade an Lifelines und an Admin Table. Hab gesehen, dass oben im Electric-Bereich 5 Leute waren. Und die Sache ist die, vor 6-7 Sekunden haben noch alle gelebt. Was? Dann muss das ja kurz, dann muss das ja... Das muss gerade passiert sein. Aber ich habe da keinen gesehen. Hast du vielleicht einen Self-Report gemacht? Nee, natürlich nicht. Ja. Ich hab da auch keinen gesehen. Ich habe da wirklich, ich bin da wirklich... Muss da sagen, wir ich waren, hab dann. Das ist seltsam. Wenn das so kurz, dann muss wir der. Wir waren gerade am Admin-Table. Gerade um die Ecke sein. Wir waren gerade am Admin-Table. Da wurden in der Area wurden 2 Leute angezeigt. Die Leiche wird mit angezeigt. Jetzt, wo der Karl kam, waren da 2 Leute. Und zwar für ein paar Sekunden. Zwergi. Du verstehst nicht. Ich hätte den Imposter ja sehen müssen. Ich hätte den Kill ja sehen müssen. Aber der war scheinbar direkt gerade um die Ecke. Imposter. Musste gerade um die Ecke gesehen haben. Natürlich bin ich nicht Imposter. Warum? Ich mach doch keinen Self-Report. Das ist doch. Ja, okay, wait. Interessiert guck mal, pass auf. Die Sache ist. Ich kann eigentlich außer Kolja niemanden ausschließen. Ist halt das Problem. Na, dann waren es. Was war das wen soll ich denn sagen jetzt? Für eine Geschichte. Skybreak habe ich irgendwo mal gesehen, aber. Darf ich bitte kurz reden? Dankeschön. Gerne. War das eben die Lab-Geschichte mit Soru und Pascal? Oder. Was für Lab? Wie Lab? Da. Irgendwer stand ein Teleskop und. Ja, genau. Und die Leiche lag. Nee, da war ich ganz woanders. Da war ich. Als das passiert ist, war ich an meinem Sonnenende. Du bist doch jetzt gerade gar nicht gemein, bitte! Also, was okay, ja? Ich dachte, ich. Das war ja beim ersten Kill, da hatte Pascal die Leiche wohl nicht gesehen, aber der ist jetzt tot. Also ich dachte, du hättest zu mir gesprochen. Ja, I don't know. Die Sache ist jetzt halt die. Ich würde empfehlen zu skippen, weil es fehlt, glaube ich, noch eine Aufgabe. Hat irgendjemand von euch noch eine Aufgabe? Ja, aber es fehlt halt auch nur noch ein Double Kill. Und ganz ehrlich, selbst wenn wir Crewmate rausvoten, dann kann der schneller seine Task machen oder eben nicht. Ja, okay. Auch es fehlt so oder so ein Double Kill. Und ganz ehrlich, ach, Mensch, der Einzige, der mir jetzt halt ein bisschen komisch vorkommt, ist halt Zwerg. Ja, ich bin immer komisch, das kennt er doch mittlerweile schon. Ja, immer skip hier, komm, lass uns skippen. Ich wäre nur einmal bei Elektra gewesen, obwohl ich lass uns skippen. Schon vorher gesehen habe. Zwerg, ein paar Sekunden vorher. Ach Leute, ihr macht einen Fehler. Ihr macht einen Fehler. Ich denke mal, es war richtig, weil Zwerg geskippt hat und der andere Imposter. Nee, ihr macht keinen Fehler. Ihr wart schon ganz richtig. So, ich esse jetzt hier ein bisschen. Ich hoffe, es stört nicht, wenn ich esse. Ja! Ja, kein Problem, Leute. Der Salat wird kalt. Mein Bruder ist nicht das Schnellste. Ja, Wayne. Wer war es? Soru. Soru und Zwergi. Ja. Ah, Mann, ich kann das Imposter noch nicht. Ich kann immer noch nicht so gut Imposter. Das ist ja. Es war nicht mal ein Self-Report. Das stimmt. Ich war der Zwergi Mann. Hätte halt überhaupt nicht reporten dürfen. Nein, ich hätte den Masken weg und dann wäre das ein geiler. Ich habe den anderen Imposter töten. Weg, let's go. Das wäre eigentlich besser gewesen. Dann vielleicht noch Kill-Cooldown nochmal irgendwie 2 Leute mitnehmen.
Das wäre halt echt, das hätte euch einen Arsch gerettet. Aber ich habe den anderen nur reportet und das und dann hätte ich einfach. Ich wollte ihn ja nicht gleich verkaufen, deswegen. Eigentlich hätte ich ihn verkaufen müssen, dann wäre ich. Ja, du warst schon so schwer sass, also das hätte sich eigentlich nicht mehr so richtig. Nicht mal das, gelohnt, die Sache eigentlich. Ist, die wir haben jetzt durch Tasks gewonnen. Ihr wart halt zu langsam. Ja, mein Router war zu langsam. Naja. Internet, ja, du sagst mal einen besseren. Nächste Imposterrunde wieder. Sag du mit deinem Internet. Ja. So mit ich werde ja besser und besser.